Hallo liebe Trainerinnen und Trainer, Gegenpressing kennt ja jeder. Wenn du den Ball verlierst, so schnell wie möglich den Ball zurückerobern, auf den Ball wieder draufjagen und den Ball gewinnen. Nur Hyballas Gegenpressing möchte ich euch vorstellen als ein etwas anderes System, wo die Begriffe, wo die Pressing-Auslöser, wo verschiedene Triggers vorgestellt werden, wo verschiedene Keywords, also Schlüsselworte vorgestellt werden. Und das alles garniert mit verschiedenen Trainingsformen. Und deswegen fange ich an, in meiner Einleitung euch zu erklären, warum ich auf diese Worte gekommen bin und was diese Worte auch bedeuten. Ich habe einmal im Ausland gearbeitet, in den letzten 2-3 Jahren in vielen ausländischen Mannschaften trainiert. Und dann kam ich immer auf die Idee, Gegenpressing diesen Spielern zu erklären. Nur das Wichtigste dabei war immer, wir haben nicht immer eine Sprache gesprochen, ich habe verschiedenen Bildern diesen Spielern mitgegeben. Zum Beispiel Usain Bolt. Usain Bolt, der größte Sprinter aller Zeiten. Das bedeutet, wenn du den Ball verlierst, der erste Spieler, der am Ball steht, sprintet voll auf den Ball drauf. Das heißt, er erzeugt Stress. Er muss nicht sofort den Ball bekommen, aber er erzeugt Stress. Das ist die Aufgabe eines Usain Bolts. Wenn ihr meint, den Spieler nur Sprinter zu nennen oder ein anderes Wort zu kreieren, kein Problem. Der Usain Bolt ist ganz wichtig, dass er drauf sprintet, wirklich im vollsten Tempo. Dabei ist es aber auch wichtig, dass er einen Bodyguard dabei hat. Also der Spieler, der dahinter steht, der Bodyguard für den Usain Bolt. Usain Bolt macht Stress und der Bodyguard ist ganz oft in diesen Gegenpressing-Situationen der Spieler, der den Ball erobert. Okay, nächste Übung. Wir machen eigentlich 3 Positionsspiele. Ich habe eigentlich den Pressing-Spielern die ganze Zeit geholfen, dass es ganz eng gewesen ist, das Feld. Und das ist natürlich einfacher zu pressen, aber das ist der Schwerpunkt dieses Videos. Die nächste Sache ist, wir haben hier 3 graue, da 3 graue und hier 3 graue Spieler. Wir spielen jetzt immer erst 3 gegen 1 plus einen Bodyguard. Das heißt, wenn ich den Ball, wir machen einmal Zeitlupe vor, wenn ich den Ball hier reinspiele, gehst du drauf, okay, ihr spielt eben kurz, 3 gegen 1, 3, okay, stopp. Und wir haben einen Bodyguard, der steht natürlich nicht nur rum, sondern der muss seinen Usain Bolt immer schützen. Das heißt, wenn du den Ball im Balldruck nicht bekommst, könntest du den Ball vielleicht im Raumdruck bekommen. Wenn du den Ball, Ole, rüberspielst, dann wird der Raumdruckspieler zum Usain Bolt und Usain Bolt wird zum Bodyguard. Und jetzt ist es, wenn ihr es gut macht als graue Mannschaft, dann haben die nach 20, 30 Sekunden keinen Bock mehr. Und das ist die Idee, die andere Mannschaft psychisch zu brechen, dass die keine Lust mehr haben. Okay? Geh mal mit dem Ball. Wir fangen hier an. Bodyguard, ganz wichtig, dass du immer die Bewegung mitgehst. Immer ballorientiert. Und die graue Mannschaft, da habt ihr 3 Spieler und hier habt ihr 3 Spieler zur Verfügung. Okay, geht. 1, 2. Gut. Und jetzt wieder. Druck machen, Usain Bolt. Druck machen. Klasse. Sehr gut. Wieder Stopp. Ihr seht, es ist 3 gegen 1. Es ist ganz weitläufig. Und es ist brutal schwierig. Und es ist brutal schwierig, wenn ihr in der Intensität hoch bleibt. Wir machen es 30, 40 Sekunden. Weil dann ist man auch platt. Und dann wechseln wir die Spieler. Wir machen hier noch einmal. Wir fangen noch einmal. Habt ihr super gemacht. Und geht. Hopp. Voll drauf, voll drauf. Jagen, jagen. Und der Bodyguard. Sehr gut. Hier, 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 hier geht's. Klasse. Wo ist der Bodyguard? Wo ist der Bodyguard? Raumdruck. Gut. Okay, 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 okay. Okay. Zweite Variation. Zweite Variation. Das habt ihr gerade gesehen, ne? Da war eigentlich der Usain Bolt da und der Bodyguard war ganz weit weg. Jetzt geht der erste Usain Bolt wieder rein. Zieh mal an. Wir spielen hier wieder ganz normal. 3 graue Spieler. Der Bodyguard geht aber näher jetzt dahin. Und warte, warte. Der Bodyguard kann sich jetzt überlegen, bleibe ich draußen oder gehe ich mit rein? Dann habe ich eine 3 gegen 2 Situation. Also du musst genau nachdenken. Lass ich meinen Kumpel eben laufen, ich versuche den Raum abzudecken. Oder wann kommt vielleicht mal ein schlechtes Passspiel von den Grauen und ich gehe auch noch mit rein und habe wirklich 3 gegen 2.
Okay, es ist deine Entscheidung. Bleibst du Bodyguard oder machst du den zweiten Usain Bolt? Okay, gib mal bitte Ball. Ich spiele den Ball rein, weil wenn der Ball rollt, Ballrollpressing geht's los. Wir machen einen Kontakt in der Mitte. Und wir gehen los. Okay. Gut, stopp. Gehen wir den Ball zurück. Gut gemacht. Erst war er Bodyguard, dann die Situation gesehen. Es geht darum, dass ihr grauen Spieler Punkte macht, indem ihr verlagert. Ihr könnt zwei, dreimal untereinander spielen, verlagern. Ihr müsst sie kaputt spielen. Die sollen sich kaputt laufen die ganze Zeit. Und geht. Geht. Eins. Wo ist der zweite? Okay, sehr gut. Seht ihr, ist schwierig. Und jetzt seht ihr, in der ersten Übung war der Bodyguard ganz weit weg. Und jetzt habt ihr mehr Mut und Gegenpressing. Pressing bedeutet mutig sein. Und jetzt bist du näher dran. Machst du gut. Guck, dass du den Ball immer wieder wegkriegst. Okay, hopp. Bodyguard oder die zwei Usain Bolts. Sehr gut. Okay. Warte, okay. Super gemacht. Ole und Chadran noch einmal. Usain Bolt und Bodyguard-Spieler. Wenn ich den Ball also da reinspiele, Ole geht voll drauf, Balldruck. Und ihr seht, solange ihr die Intensität richtig hoch haltet, hat der graue Spieler mehr Stress. Manchmal spielt er sich auch raus, aber das ist ganz normal im 3 gegen 2. Und dann ist die Frage für die grauen Spieler, wenn ihr den Ball richtig hart rüber spielt, also eine harte Spielerverlagerung mit Tempo und Schmackes hinter dem Ball, dann müssen die mehr laufen. Wir machen jetzt mal 30 Sekunden und dann wechseln wir immer wieder die zwei neuen Pressing-Spieler, weil sonst bist du kaputt danach. Aber die 30, 40 Sekunden, lass die beiden laufen. Und geht. Eins. Ja! Voll drauf plus Bodyguard. Gut! Okay, stopp. Siehste? Ja, aber das, schlechter Ball von euch, unkontrollierter langer Ball, das will ich auch provozieren. Ich renne manchmal zu dem Torwart, warum? Nicht immer, um den Ball zu bekommen, sondern dass der unkontrolliert einen langen Ball spielt. Können wir den Ball nochmal? Und ihr seht, die laufen euch nur an. Ihr müsst 3 gegen 1 immer kurz Tick-Tack spielen und dann wieder rausspielen. Eigentlich müsst ihr 30 Sekunden ganz locker den Ball am Fuß halten. Ganz locker grau. Okay, geht. Ins Viereck spielen, nicht außerhalb. Sehr gut, Ole, hier geht's weiter. Mach doch mal Tempo jetzt. Gut gespielt, hopp. Eins, zwei, versuch mit einem Kontakt ins Viereck spielen. Hier, wieder. Versuch mal zu halten immer. Gut, jetzt verlagert ihr weg. Gut, jetzt seid ihr dran. Jetzt wird's hart. Alles klar. Okay. Dankeschön.